Moin Pyrus. Ja, heute gab es viele Auf und Abs wegen des Feuerwerksverbots. Ja, ich habe jetzt noch in Anführungszeichen genauere Infos gerade für Niedersachsen. Alle Angaben sind ohne Gewähr, das heißt, es kann sich noch irgendwas ändern. Moment, ich muss einen Schluck trinken. Ja, was wurde beschlossen? Also am Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen, genau gesagt in Lüneburg, in Niedersachsen, wurde beschlossen, dass das Mitführen sowie Zünden und Abbrennen von Pyrotechnik erlaubt ist. Das heißt, habt ihr Feuerwerksreste aus dem letzten Jahr oder habt ihr auch schon eure Bestellung bekommen, weil ihr ein Gewerbe habt, einen 27er-Schein, einen 7er-Schein, einen 20er-Schein, ja, also 27 oder 27er-Schein, und ihr habt das bekommen, dann dürft ihr das legal in euren Gärten zünden und keiner kann euch da ans Knie pissen, um es mal auszusprechen, wie es auch wirklich ist. Ja, ebenso sollte es, denke ich jetzt mal, kein Problem sein, wenn ihr keinen Garten habt oder kein anderes Grundstück vor eurer Tür zu zünden. Da werden jetzt nicht 100 Mann sein, wo ihr euch da den sogenannten Ultra-Killer-Virus einfangen könnt, ja. Darüber hinaus darf, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, Pyrotechnik im Laden angeboten werden. Ob es sich dabei um K2 handelt, weiß ich nicht. Wir hoffen es einfach mal. Für die in der Sachsen wäre es auf jeden Fall richtig geil, weil dann kann ich hier noch Feuerwerk kaufen, bevor ich nach Frankfurt runterfahre und muss nicht noch hoffen, dass meine Bestellung unten in Frankfurt ankommt. Ja, darüber hinaus ist das, was beschlossen wurde, unanfechtbar. Ja, also das Böllerverbot ist komplett aufgehoben, ihr dürft zünden. Da kann jetzt auch keiner hinkommen und sagen, ja, nee, ist nicht hier wegen Corona-Infektion, Arsch lecken. Ihr dürft zünden, da kann keiner was machen. Ebenso gab es bei einigen Leuten, was mir auch zugeschickt wurde, vom Pyroland folgendes in einer Mail. Ich lese es jetzt einmal vor. Liebe Feuerwerksfans, es gibt gute Neuigkeiten. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes festgeschriebene Feuerwerksverbot für Silvester außer Kraft gesetzt. Heißt, ihr dürft zünden. Ein derart umfassendes Feuerwerksverbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig. Heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Der Beschluss ist unanfechtbar. Damit dürfen wir, Stand jetzt, ja, ich habe das Bild auch noch nicht so lange, sagen wir 20 Uhr, glaube ich, also Stand 20 Uhr, Feuerwerkskörper ausliefern. Bevor jetzt alle in die Kommentare schreiben, kann mein Laden und dieser Laden und jenes das ausliefern, weiß ich nicht. Wenn es Pyroland darf, sollte es eigentlich der Fairness halber für jeden der Feuerwerksshops gestattet sein. Sonst wäre das ja einfach scheiße. Wir setzen deshalb unverändert alles daran, dass ihr eure Waren pünktlich bekommt und packen weiter fleißig. Brauche ich nichts weiter zu sagen, sollte jeder verstehen. Wir halten euch, wie immer, über alle Neuigkeiten auf den Laufenden. Drückt uns und allen Feuerwerksfans weiter die Daumen. Ihr seid die Besten. Eure, ja, da steht eure, deswegen Pyroland Q. Ja, das sind doch schon mal ganz gute Nachrichten eigentlich für Niedersachsen. Hoffen wir mal, dass das auch bei den anderen Bundesländern so ist und dass eure Ware bzw. unsere Ware ausgeliefert werden darf und mit viel Glück vielleicht doch ja noch ein Verkauf in den Läden stattfindet. Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Abonniert doch gerne mal meinen Kanal, lasst mir ein Like da oder folgt mir doch auf meinen sozialen Netzwerken. Die sind unten verlinkt und findet ihr auch im Abspann. Bis dahin, drückt weiter die Daumen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!